F5, let's go, oder? F5, let's go. Das ist natürlich sehr provokant gespielt. Aber könnte lustig werden. Könnte lustig werden. Okay, D4. Springer F6. Springer F3. Okay, D5. Seht ihr jetzt, gegen wen ich spiele? Ich spiele gegen Holger. Läufer F4. Okay, machen wir C5. Hier, Londoner System von Holger. Ja, sehr solide. C3. Bringen wir mal direkt die Dame raus, Dame B6. Oh, ich merke schon, es wird ein anstrengender Stream heute. Aber ist ja auch mal ganz witzig. Ich schlage mal direkt auf D4. Kein Name, keine Elo. Ist ja weird, oder? Warum wird das den Zuschauern, warum wird das für die Zuschauer ausgeblendet? Super strange. Verstehe ich nicht. Naja, anyway. Nur weil ich Zen-Modus mache, könnt ihr es nicht sehen? Ich habe eben den Zen-Modus kurz ausgemacht, Spiro Blake. Ich kann auch jetzt noch mal kurz so. Es ändert doch nichts, oder? Ob ihr es. Ja. Okay, Springer jetzt C6, E3. Okay. Ja, June Baby, haben lieber die Finger von lassen, ne? Wie man sagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Okay, G6 vielleicht. Warum nicht? Sieht sehr solide aus. Zen muss aus und ihr seht es. Ja, aber dann sehe ich auch die Notation. Das ist ja so nicht gedacht. Das ist ja. Wobei, vielleicht habe ich noch andere Einstellungen, die ich. Okay, schauen wir in die nächste Partie. Ist jetzt nicht so wichtig. Läufer B5. Die Zeit brauche ich, ja. Genau, ist richtig. Nichols, was ist damit? Spricht da was dagegen? Kurz hoch Hade, kurz hoch Hade. Okay. So, jetzt ruhig hier zu schlagen und. Okay, er schlägt. Moment, ja, ich schlag wieder. Der Bauer hängt. Ja, June Baby. Wie du willst, ne? Läufer D3. So, ich würde gerne E5 spielen. Was ist mit Turm E8? Turm E8, E5. Hier ein bisschen nach vorne kommen. Ja, das ist richtig, Nichols. Das ist richtig. Da kann man jetzt auch nichts machen. Ja, Läufer E5, guter Zug. Guter Zug, leider. Okay, ich mache mal ein bisschen extraordinär. Was ist das für ein Echo bei der Zuganimation? Ein Echo? Ich weiß nicht, wovon du redest. Okay. Ja, machen wir mal Springer D7, gehen auf den Läufer. Läufer G3. So, jetzt habe ich das geschafft, was ich wollte, nämlich hier mit dem Bauern nach vorne. Alles gut, Nichols. Ich hatte nur mich gewundert, warum du das gesagt hast. Habe ich nicht verstanden. Ist eigentlich hier irgendwelche Opfer? Gehen noch nicht so richtig. E4. Okay, ja, warum eigentlich nicht, ne? Ist F5 zu viel des Guten? F5, let's go, oder? F5, let's go. Das ist natürlich sehr provokant gespielt. Aber könnte lustig werden. Könnte lustig werden. Ja, ich habe immer noch einen Ton hier dabei. Muss eigentlich nicht sein, ne? Er schlägt E4. Greift den Läufer an. Der Läufer hat nicht viele Felder. Ich denke mal, er opfert. Holger ist immer so ein Opfer-Typ, ne? Er frisst sich durch. Okay, ich mach König H8 erstmal, denke ich. Frisst sich durch, aber.
Tja, also so große Angst habe ich noch nicht. Vielleicht sollte ich Angst haben. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Vielleicht sollte ich Angst haben. Aber irgendwie habe ich noch nicht so große Angst. Machen wir mal Springer E5. Greifen die Dame an. Läufer schlägt, Turm schlägt. Springer D2, okay. Läufer F5. Ich bin sehr zufrieden. Oh, ich muss mich beeilen. Läufer F5. Greift die Dame an. Dame G3 wahrscheinlich. Turm E8. Springer F3. Ja. Aber ich habe die Läufer. Ich meine. Ich spiele Blindschach. Mein Brett, was ich sehe, ist hier unter mir. Für euch ist das andere Brett. Damit ihr das auch mitverfolgen könnt. Ja, Dame G3. Turm A8, darf nicht zu lange nachdenken. Decke den Turm. Springer F3, greift den Turm an. Gehe ich auf die zweite Reihe, es kommt Springer D4. Dann Turm E7. Ja, ich werde ein bisschen zurückgedrängt gerade. Bisschen. Ja, ich mache mal Läufer E4. Drohe hier. Ja, im Prinzip, genau. Dame D6. Okay. Läufer G7. So, jetzt kann er nicht hier schlagen wegen dem hier und auch nicht so schlagen wegen dem hier. Vielleicht drohe ich den hier. Ja, auch noch nicht so stark, aber. Er hat natürlich viele Bauern. Wie viele Bauern? Er hat vier Bauern. Er schlägt mit der Dame, aber das verliert doch einfach eine Figur. Jetzt habe ich eine Figur gewonnen. Zwei Figuren mehr. Nice. Nice, nice. A4. Gut, das ist natürlich jetzt komplett verloren. Was soll das? Zwei Figuren weniger. Da helfen auch die vielen Bauern nicht. Turm D1. Ja, Turm C8, gehen wir mal auf den drauf. Turm E1, Turm schlägt. Turm C1. Turm C7. Nee, noch nicht, Jan, tatsächlich. Ich glaube, es dauert noch ein bisschen. Okay, geschafft. Gegen Holger. Let's go. Let's go. Bisher 2 aus 2 im Blindschach. Ja. Was war vor dem Zug F5 zu halten? Danke, Holger, danke dir. Was war vor dem Zug F5 zu halten? Was habe ich denn normalerweise? Ist eine andere Notation jetzt. Ne? Ich habe irgendwas geändert, oder? Sieht das normalerweise so aus? Irgendwie sieht das doch anders aus als sonst. Egal. F5 war gut, ne? Oh, also heute? F5, bester Zug. F5, bester Zug. Also bisher läuft's. Ja, die Öffnung war ein bisschen lasch, Holger. Mit dem Springer dann auf D4 zu nehmen. Da gibst du mir direkt das Zentrum. Musst du schon mit dem Bauern nehmen. Ich sehe die Figuren beim Spiel nicht. Was ich sehe, ist das Brett hier unter mir. Das andere Brett sehe ich nicht, das ist nur für euch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an. Alle Infos, alle Vorteile davon findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal.